Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo. Hi. Ich habe gerade ein Echo gehört. Ich konnte dich hören, als du noch in der Gruppe warst. Was war denn das? Ja, ich habe auch irgendwie gerade ein Echo gehabt. Das war komisch. Ach, hier oben Hallo. sind die. Hey, Spark. Hi. Moin. Schön, dich mal wieder zu sehen, Mann. Ja, ich war auch die größte ausgezeichnet. Ich war auch. Na, Stegi kommt vorbei, ich zieh direkt blank. Hi. Ich wollte nur fragen wegen der Rüstung. Hast du da mal Preise geguckt? Weil mir wurde von jemand anderem auch was angeboten und ich habe gesagt, ich nehme das günstigste. Ja, ich hätte, also die Rubinrüstung hätte ich dir für 5 Coins gegeben. Ich würde die jetzt hier einfach kostenlos geben, weil Freundschaftsdienst. Ja, siehst du? Und da Ist habe ich halt das einfach. günstigste Angebot. Die ist halt ein bisschen Mach das nur, getragen. Reax, bitte. Okay, hier, weil wir so gute Freunde sind, Spark. Das ist geil. Bitteschön. Die ist schon fast kaputt. Ja, aber ist Ja, ciao, kostenlos. guck, so viel ist ja, so viel ist nur Reaktion Okay. eure Freundschaft wert. Nee, Aber aber nehm die, weil schön. ich habe ja schon hier so halt mit den anderen was ausgemacht. Schade. Nee, für 4 Coins, für 5 Coins oder 4 Coins würde ich sie dir geben. Okay, dann muss ich mal Tian Bescheid sagen, weil der hat nämlich, wollte glaube ich mehr haben, viel mehr. Ja, der ist auch ein Scammer. Was geht hier sonst so? Ja, also Rüstung und sowas ist komplett egal. Es ist halt für Technik und deswegen habe ich da auch noch Ja, gar nichts ja. gemacht. Ich finde auch, ich sag den anderen auch immer, Crate Mod ist viel geiler als die Rüstungsmod, Nether Mod Sachen und so, das stimmt. Ja, nee, nee, das ist. Ich will mit wegen Crate hier. Und ich habe schon losgelegt mit sei es Fabriken und was weiß ich nicht allem. Oh, willst du die hier erklären? Das sind, Alter. Das ist so Ja. lagersystemmäßig, das automatisch auffüllt irgendwas oder so, ne? Ja, das ist halt Input und Output. Hier wird halt ein Zug entlangfahren, der alle meine Fabriken miteinander vernetzt und Sachen von A nach B liefert, einsortiert, aussortiert und so weiter und so fort. Und das hier ist jetzt beispielsweise der Crusher. Dann würde hier was ankommen, dann würde hier Cobblestone beispielsweise reinkommen, der wird dann durchgecrushed. Und dann, Bin ach, ich und jetzt dann hier. Und danach Oh, weg warte, hier, ne? ja, einer von euch hat gerade das Ding eingesammelt, mein Inventar war Oh, ich war voll. das. Warte. Wenn ich jetzt hier reinspringe, ist mein Grabstein dann weg? Probier's doch mal, for real. Spark, was sagst du? Ist mein Grabstein weg, wenn ich hier reinspringe? Ist nicht weg. Nochmal, du warst ein bisschen leise. Ich muss dich auch mal lauter stellen, Ist Sekunde. mein Grabstein weg, wenn ich hier reinspringe? Ach so, ich glaube nicht. Ey, du bist so ein schlechter Freund, aber ich werde trotzdem reinspringen, weil, weißt du, für den Content. Aber mach Bett zuerst. Nee, Betten ist was für Langweilige. Ich Doch, komme da in oben ist zwei. einer, oben ist einer. Nein, ich brauche ein Bett. Ey, komm, das ist jetzt egal. Hab eine Folge gedrückt, war Pokerface. Ah, nee, Grabstein ist da. Okay, Ah, gut. nee, okay. Alles gut. Okay, geht weiter, Jungs. Also bist du schon echt dann kurz davor, Züge zu machen? Ja, ich habe das gerade alles ausprobiert. Jetzt geht es literally nur noch darum, den Zug zu bauen, ja. Zu Design oder wie baut man den? Oder was, wo fängt man da an? Ich weiß noch gar nicht, Ach was das so, nee, ist. der wird kein besonders dieses. Also bei mir intern mache ich so eine kleine Drohne, die fährt einfach rum und beliefert. Also da setze ich mich nicht rein oder sowas. Das wird erstmal so eine kleine Drecksbahn sein. Also gemäß Create 2 damals, da hatten wir so eine Dreckswurst gebaut, die ist rumgefahren. Dann haben wir die Fleischwurst und dann die Blutwurst. Und dann packe ich einfach ein paar Kisten drauf, Input, Output, und dann erfüllt das erstmal den Job. Also ich will halt, dass die Maschine, Ah, okay. weißt du, ich will halt Eisen sowas haben, das soll automatisch funktionieren. Und ich mache halt keine Eisenfabrik im Sinne von Bohrer, Crusher, Wascher, so, sondern ich mache das einzeln, modular, dass ich verschiedene Rezepte über dieselbe Strecke jagen kann sozusagen. Und der Zug liefert praktisch jedes einzelne Ding an. Da ist der Crusher, da ist der Wascher, da hinten ist der Bohrer. Und je nachdem, was ich Ah. brauche, wirft der das raus, wo ich gerade Bedarf habe. Ach. Krass, okay, verstehe. Also letztendlich hast du dann trotzdem eine Eisenfarm, mehr oder weniger indirekt, nur halt viel modularer, indem du sagst, okay, Cobblestone wird gecrushed, wird hier dann gewaschen und so, oder wie? Genau, warte mal ganz kurz. Ja. Ich kann hier hinten beispielsweise, habe ich eben Kies gemacht, dann nehme ich den ganzen Drawer mit. Jetzt habe ich hier 1000 Kies. Und den kann ich dann hier draufpacken und dann wird jetzt hier rausgesorgt und alles durchgewaschen. Und die fertige Ergebnis landet dann hier oben in dem Drawer dann drin. Okay, das ist echt geil. Ja. Und das kann ihm der Zug dann machen, automatisch hin platzieren. Ja, ah nee, der platziert das nicht hin, das mache ich dann anders. Das ist erstmal nur manuell. Also der Zug wird dann einfach das da rein liefern. So, jetzt kommen hier die Eisennuggets. Das ist nur meine erste Iteration. Und dann kommt dann der Zug, nimmt dann die Nuggets wieder mit, fährt die zum Plattenpresser oder zum Mixer, und dann werden dann Nuggets, Ingots draus Ah, gemacht und sowas okay. und dann vielleicht ins Lager oder je nachdem, also. Okay, weil ich habe eine Sache eben auch noch nicht ganz gecheckt. Diese Drawer können hier wieder so eine Funk-Drawer schicken.
Ich weiß nicht genau, wie die jetzt hießen hier. Wie ist das? Draw Assess Point. Assess ja. Point. Ist es nicht auch so, dass du sozusagen hier was reinlegst und es automatisch irgendwo an so einem Assess Point irgendwie rauskommt oder so? Oder? Nö, das ist halt der Eingang. Du kannst ja ein Item rechtsklick auf so einen Access Point machen und dann wird das in einen anliegenden Drawer reingelegt. Ach, nur anliegend hier, aber nicht über Funk. Nee. Ja. Das ist geil. Guck mal, die Dampfmaschine, die habe ich direkt zu Beginn gemacht, vorgestern oder so schon. Und hier ist auch, das hier, ist das hier so Kickdown-mäßig? So? Ja, das ist meine Zündkerze für den Großen. Ja, check. Also wenn es mal stehen bleiben sollte, dass immer Wasser gepumpt wird. Ja, weil das genau das Problem hatte ich heute. Ich habe auch sowas Ding und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich den Chang und so verlasse, die geht immer mal wieder aus. Und dann habe ich mir gedacht, Digga, was ist das? Habe ich auch so versucht, aber halt, ich finde, hier sieht sehr kompakt, sehr geil aus, weil es so schön neben dran ist und so. Ich habe aber ein bisschen gebastelt, ich habe mehrere Designs gehabt und das wäre jetzt das letzte. Hast du vor, auch außenrum was zu bauen und so? Hier, wo die Steine sind, ist schon Markierung für Fabrik, also hier kommt eine große Haupthalle rein. Und auch hier die ganzen anderen Teile, das ist auch mit Cobblestone so markiert, das werden kleine Fabrikhallen, also kleine Fabrikgebäude sein, mehrere, also 3-4 Häuser habe ich jetzt schon vorgeplant. Aber um das zu bauen, brauche ich erstmal Material, deswegen bei den Fabriken an sich erstmal wichtiger. Die Technik steht schon, jetzt kommt noch das Gebäude außenrum dann. Ja. Also hier oben 1, 2, 3 und hinten bei den Steinen ist das vierte erstmal. Ja, das ist geil. Und zwischen den Gebäuden fahren dann die Züge lang. Und ich muss da mal gucken mit Brücken, Unterführungen und so, dass man halt nicht über die Schiene laufen muss. Ja, verstehe. Warte, ist über Schienen laufen hier gefährlich? Nö, nicht unbedingt. Das ist halt nur blöd, wenn du über eine Schiene laufen musst und dann fährt ein Zug über dich drüber halt, ne? Ja, aber, ja, okay. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass dir der wehtun kann, aber ist halt irgendwie, muss ja nicht sein. Ich check's. Doch, der Zug macht ziemlich Damage. Ehrlich? Macht der? Der ist erwischt. Ja, ich würde sagen, jeder von uns nennt seinen Zug Hype Train. Das ist echt eine gute Idee. Ja, aber das ist alles, was ich soweit jetzt hier hab. Ich weiß nicht, ich finde einfach, die Mod macht so Spaß. Ich gehe jetzt so drin wieder auf. Ich liebe so diese ganzen Rädchen, was so Bock. Dieser Autocraft und so. Am Ende dann so zu automatisieren und so. Das ist krass. Also das Update war jetzt wichtig. Das alte Create irgendwie. Letzte Season war so ein bisschen so meh irgendwie. Da war ich ziemlich schnell raus, weil ich alles schon erledigt habe, alles schon gemacht habe. Man irgendwie so keinen Antrieb mehr hat. Aber mit den neuen Sachen ist echt richtig geil. Die haben gerade kein Projekt, wo sie werken. Wollen du und Klim nicht auch so ein zentrales Schienennetz bauen, das so alle miteinander verbindet? Joe, Klim und ich, wir wollten uns am Mittwoch treffen und nochmal drüber quatschen. Also erstens das zentrale Schienensystem, wo wir alle Basen anschließen und zweitens dann in der Stadt halt, ne? Da kommt ein Bahnhof hin, Klim macht das Gebäude, Joe wahrscheinlich hier ein bisschen Technik. Wobei ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht mal so viel Technik brauchen, weil diese Fahrpläne, Stuff und whatever, das ist super easy. Das ist ruckzuck gemacht. Muss man nicht mit Redstone steuern und sonst was. Also der wird arbeitslos, glaube ich, sein, recht schnell. Das nimmt die Mod mittlerweile ab. Das ist echt gut. Nee, ich finde aber auch total cool, was du mit den Displays alles machen kannst. Ich habe da mit dem Singleplayer schon ein bisschen rumgespielt. Und damit kannst du auch echt cooles Zeug machen. Welche Displays meinst du? Es gibt so Create-Displays. Du meinst Displayboard hast du nicht. So da kannst du anzeigen lassen, wann der Zug einfährt. Da kannst du alles anzeigen lassen. Ja, genau. Dann gehst du irgendwann bei uns am Spawn in den Bahnhof rein, hast oben ein Display, Zug kommt an in 1 Minute 50 Sekunden und dann kommt er auf die Sekunde an. Ja, verstehe. Du kannst die Displays aber zum Beispiel auch benutzen, um anzeigen zu lassen, wie viel deine Fabrik herstellt von einem bestimmten Item oder... Ja, oder wie viele Items der Zug trägt bestimmt oder irgend so ein Zeug. Der liefert genau. X Amount von Items und so, dann Zug kommt an, er bringt mit 1000 Steine, 2000 Erde, etc. Aber mit diesen Displays kann man nur den Zug selbst also nur die Zeiten geil anzeigen. Also man kann jetzt nichts mit dem Display so geile Füllstand von Kisten oder so. Doch, klar, du kannst alles anzeigen lassen. Alles. Ich hab's aber bisher noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass es geht, aber nicht wie. Hab ich geil. Nee, deine sind enchanted. Gib mir mal einen richtigen Schlag. Oh, das hat nicht geklappt. Du bist so unten. Nochmal. ja, gut, er soll, macht nur 1,5 Herzen, ne? Ja, hab ich. Ich kenne die schon. Ja, mach aber mal mit, Spark, mach mal mit dem Arm. Wie sieht denn das aus? Meine Rüstung hat das Knockback ein bisschen gestackt. Hat man mehr Range mit dem Arm? Man kann die Pfanne in der Hand halten mit dem Teil. Das sieht bei mir ganz weird aus, aber von vorne... Das sieht richtig weird aus. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück zu meinem Grundstück und sag, später oder so. Jo. Ich baue noch ein bisschen weiter und bringe es gleich Feierabend.
Oh.